Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, mittlerweile bin ich fündig geworden. Allerdings erst zum 1.4. bezugsfertig. Von daher muss ich noch ein bisschen auf meine Familie verzichten. Aber die ICE-Verbindung nach Berlin ist ja relativ entspannt. In 2,5 Stunden ist man dann von Bielefeld in Berlin. Von daher, es ist schon ein bisschen schade, dass ich gerade meine Kinder und meine Frau gerade nicht so oft sehe, aber es hält sich in Grenzen. Ja, sehr, auf jeden Fall. Ich glaube, das war für mich persönlich das Spiel des Jahres. Da habe ich mich schon, seit meinem Wechsel drauf gefreut, dass es relativ schnell wieder zurück nach Berlin geht, in die alte Försterei, gegen die alten Kollegen zu spielen. Und es war ein bisschen ärgerlich, dass da meine Verletzung dazwischen kam, die ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen mit rumgeschleppt habe. Aber ich hoffe, dass ich jetzt über den Berg bin. Habe jetzt das letzte Wochenende auch schon wieder gespielt. Ich hoffe, dass der Muskel hält und ich dann auch jetzt meine Fitness, meine Power zurückkriegen kann und dann der Mannschaft auch helfen kann. Ich glaube nicht, dass es eine Kopfsache ist. Also wir haben es einfach schlecht umgesetzt. Ich denke, wir sind gut ins Spiel gekommen. Die ersten 5, 6, 7 Minuten haben wir schon ganz guten Druck gemacht, auch relativ hoch angelaufen. Haben es dann einfach nach 7, 8 Minuten eingestellt und so St. Pauli ins Spiel kommen lassen. Und das sollte uns in Zukunft nicht passieren. Ja, ich glaube schon, dass wir als krasser Außenseiter nach Hannover fahren. Aber ich bin jetzt schon ein paar Jahre in der zweiten Liga unterwegs. Ich glaube, nichtsdestotrotz haben wir schon Chancen, was mitzunehmen. Also in der zweiten Liga, die ist manchmal so eng beieinander, da entscheidet die Tagesform. Natürlich hat Hannover eine hohe individuelle Qualität und steht auch nicht umsonst da, wo sie jetzt stehen. Andersrum muss man sagen, dass wir vielleicht im Moment auch nicht umsonst da stehen, wo wir jetzt stehen. Aber ich glaube, am guten Tag, wenn wir geschlossen als Mannschaft auftreten, dann sind wir sicherlich nicht chancenlos. Also wir fahren nicht nach Hannover, um die 3 Punkte dazulassen, sondern wenn wir alles reinhauen, dann denke ich, können wir uns schon eine Chance ausrechnen. Ja, hauptsächlich meine Kinder. Also wer Kinder hat, der weiß, wie schön es ist, wenn man nach Hause kommt und einfach den Kopf von der Arbeit freikriegen kann. Also sobald ich mit meinen Kids spiele oder kuschel oder was auch immer mache, vergisst man die Welt um einen herum. Das ist im Abschiedskampf sicherlich auch mal ein sehr positiver Aspekt, dass man nicht immer an Fußball und an Druck denken muss, sondern auch mal ein bisschen wegkommen können. Ansonsten mache ich das, was viele junge Leute tun. Also ich gehe gerne in die Stadt, einen Kaffee trinken, mal ins Kino, auf Konzerte. Also jetzt keine außergewöhnlichen, atemberaubenden Dinge. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.